Herzlich willkommen zum Avocado-Oster-Special in der Gemüsepfanne. Ja, und was macht man anderes als Ostern, als zu sinnieren, ob man alt oder neu rechts ist? Mir fällt nichts Besseres ein und damit hallo Tomate. Hallo Arti, genau, du hast das Thema bereits genannt. Wir machen ein osterliches Quiz. Es hat jetzt nicht wirklich was mit Ostern zu tun, aber wir fanden das ganz interessant. Das ist hier vom Thymos Kulturmagazin ein Test. Bin ich altrechts oder neurechts? Ja, und damit lass uns einfach mal hier durchgehen und gucken, wie alt oder neurechts wir sind. Genau. Wir steigen gleich ein mit Frage 1. Wir müssen die Strategien der Linken übernehmen und sie für uns verwenden. Dem würde ich zustimmen. Ja, weil sie waren zumindest bisher sehr erfolgreich, diese Strategien. Also ja, absolut. Gut, ich lese mal die zweite. Moral ist eine Lüge der Schwachen. Oh Stimme Gott. zu, stimme. Warte, oh, das ist deep. Das ist richtig deep. Jetzt Und muss das ich für 10 überlegen. Minuten, oha. Moral, ja, genau. Moral ist eine. Naja, nee, also da würde ich nicht zustimmen. Ich finde, es gibt Moral und Moral ist irgendwo universell, also egal, ob man stark oder schwach ist. Also die Aussage ist, dass die Schwachen sich was zusammenreimen, um moralisch die Überlegenheit noch zu haben, den High Ground. Okay. Ach so, okay, ich hätte Oder? es jetzt fast. Ja, na doch, das kann man auch so interpretieren. Ja, ich finde, das ist halt sehr irgendwie, lässt viel Interpretation zu. Ich bin aber auch Aber tendenziell für Stimme nicht zu. ja, also das ist irgendwie zu krass, zu nihilistisch. Weiß zwar nicht, was das mit Neu- und Altrechts, aber egal. Ja. So, die Rechte müssen sich mit allen Mitteln gegen den Untergang stemmen. Ja, sonst kann man es auch gleich sein lassen. Also, ne? Naja, logisch. Hey, was ist denn das für eine Frage? Also soll man einfach So. zulassen, dass man untergeht? Ach so, warte, warte. Es geht hier wahrscheinlich so um das Thema Accelerationismus, weißt du? Ach so, gut, ich war kurz, ob es der Klimawandel ist. Das ist ja wirklich doof hier bei diesen Fragen. Also, das ist gar nicht so richtig in den Fragen formuliert, worauf das hier abzielt. Also, weil das Thema Akzelerationismus, da bist du ja tatsächlich ein größerer Fan als ich. Da würdest du ja sagen, ja, das wäre gut, dass die Deutschen aufwachen. Ja, aber auch das ist ja eine Art des sich Entgegenstemmens schlussendlich. Weißt du, wenn du die ganze Zeit gegen Windmühlen kämpfst und keiner macht mit, ist ja blöd. Wenn Ah, dann du aber meinst, genügend Leute mitmachen, ja, dann also den funktioniert es auch Untergang wieder. kurzfristig zuzulassen, ist Teil der Gesamtstrategie gegen den Untergang. So, die Verwahrlosung der Leute, die noch zu viel haben, zuzulassen. Ja. Ja, okay, gut. Ja, wir haben es weitermachen. So, vierte Frage. Der faustische Europäer muss die Welt durch seinen Willen formen. Gott, da Alter, bin ich ein bisschen aufgeschmissen. was geht hier ab, Also der wir müssen faustische mit Europäer? dem Teufel ein Bündnis schließen, Ja, oder? wahrscheinlich. Also, das ist ja so dieses Faustbild, dass man einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um halt persönlich weiterzukommen. Der faustische Europäer muss die Welt durch seinen Willen formen. Es klingt für mich nach, wir müssen wieder in der Welt rummeddeln und Kolonien machen, damit es Europa gut geht. Da würde ich es Ja. verneinen. Ich tatsächlich auch. Also ich habe hier tatsächlich ein bisschen Problem mit diesem Europäer an der Stelle. Also weil ich würde ganz generell sagen, der Mensch geht raus in die Welt und formt die Welt nach seinem Willen. Deswegen ist halt der Mensch ein Mensch und kein Tier. Das jetzt so auf dieses Europäer zu beziehen, das finde ich irgendwie düster. Also ja, bin ich tatsächlich nicht so an Bord. Also sagen wir, stimmt Stimme nicht nicht zu. zu. Ja. Oh Gott, Nützlichkeits- und zweckrationales Denken versperrt uns den Zugang zur Welt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine religiöse Frage, würde ich vermuten. Und da würde ich tatsächlich zustimmen, weil, naja, ich bin der Meinung, es gibt Dinge in der menschlichen Erfahrung, die lassen sich nicht mit rationalem Denken oder mit Nützlichkeit erklären. Aber das ist halt meine persönliche Ansicht. Ich habe halt schon immer so gedacht, als Kind schon, war ich irgendwie so drauf, naja, dass es eine größere Macht gibt oder so. So war ich immer drauf. Und noch bevor ich irgendwie selber gesagt habe, ich bin jetzt religiös. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hier müsste ich länger drüber nachdenken, tatsächlich. Das ist eine schwierige Frage, weil mir der religiöse Zugang halt fehlt. Aber wir wissen ja, dass die Wissenschaft nicht alles erklären kann.
Wie zum Beispiel, wo kommt der Urknall her und so, oder warum existiert er überhaupt? Und sowas. Ja. Also ist schwierig, deswegen stimme ich jetzt auch erstmal zu. Okay. Gibt da ja kein weder noch, ne? Leider. Genau. So, Frage 6. Es gibt das Göttliche, das sich dem Verständnis des Menschen entzieht. Das ist ja genau dasselbe. Ja, Also irgendwie schon dieselbe Frage gerade nochmal, ja. ich sage, stimme zu. Hm. Ja, dann ist Bist du das auch der so. Meinung? Gut. Das Rechte ist das Wahre, Schöne und Gute. Das heißt, das Linke ist die Lüge, das Hässliche und das Das schlägt Schlechte. frei nach Maximilian Krah, würde ich jetzt sagen, ja. Also, ich finde, das ist halt so eine schöne Krah-Parole. Der hatte halt mal gesagt, ja, das Hübschsein ist rechts und schöne Statuen, die Schönheit ist rechts und so weiter. Das fand ich sehr stark, weil ich sehe das tatsächlich so. In meinen Augen können Linke eigentlich in erster Linie nur zerstören und dekonstruieren. Im Gut, Moment wobei ist es auf jeden Fall so, ja. ich wollte gerade mir selber so ein bisschen widersprechen, weil ich meine, es gibt da durchaus linke Musiker, wo man sagen würde, ja, die haben es schon drauf. Gerade jetzt so ältere Semester, sowas wie Rio Reiser oder so. Ich meine, da gibt es ja immer noch Hits, die gesungen werden. Rage Against the Machine, ne? Ah Geht auch Gott, immer ja, die gut rein. leider auch, die leider Ja. auch, ja. Das ist schade, weil die, ich finde Oder. die wirklich gut musikalisch, aber was die, wie die so drauf sind politisch, ist grausam. Ja, auch so sowjetische Musik oder auch irgendwo diese Sowjet, ja, Kultur im Sinne von, also diese, ja, Büsten und sowas, was die da gemeißelt haben. Ja, Das war ja, was ja. Neues zumindest, ne? Also, die haben es probiert. Aber ich finde es So. immer hässlicher als tatsächlich die Älteren. Also, Ja. mach mal Stimme zu. Wir machen Stimme zu, okay. Gut, dann Frage 8. Wenn wir der Welt mit Offenheit begegnen, wird sich uns die Wahrheit zueignen. Boah, das ist schon wieder so Junge, allgemeingültig. Wenn wir hab der nicht Welt mit. Philosophie studiert, lass mich Ja. in Ruhe. Wenn wir der Welt mit Offenheit begegnen. Naja, würde ich tatsächlich, also ich würde sagen, stimme nicht zu, weil irgendwie ist mir das ein bisschen zu verschwurbelt. Also vor allem wird sich uns die Wahrheit zueignen. Was ist denn die Welche Wahrheit? Wahrheit, ja. Also, hä? Ja, ich, nee, ich stimme auch nicht zu. Also, ich finde es zwar gut, durch die Welt mit offenen Augen zu gehen, aber da jetzt draus zu schließen, dass so, wow, dieses Meme da hier mit diesem Typen da, nee. Ja. Nicht zu. Das Leben ist Kampf. War das mal ein kurzer Satz? Ja, würde ich schon Dem würde ich sagen. zustimmen, ja, tatsächlich. Also schon rein, wenn man rein biologisch, wenn man die Tiere betrachtet und alles, also alles ist im Kampf miteinander. Das ist Ja, schon, anstrengend, aber so ist das leider. schon wenn du um eine Freundin kämpfst, wo es noch einen Mitbewerber gibt. Schau Ja, schon da, alles. ne? Oder bei der Jobsuche. Also, Ja. du hast selbst in unserem zivilisierten Leben viele Kämpfe auszutragen, sag ich mal. Oder wenn die neue Kasse aufmacht, wer zuerst, ne, am Band steht und ja. Ja, ja, im Die ganz Supermarkt großen heißt Kämpfe es, genau, unserer Zeit. öffnen Kasse 3 für sie. Ja, ich will, ja. Okay, finale Frage. Die Moderne hat den Menschen in eine Sinnkrise gestürzt. Stimme Ja, zu, stimme nicht zu. definitiv. Ich würde auch sagen, ja. Einfach weil aus meinem persönlichen Empfinden halt die Vereinzelung extrem zugenommen hat. Also es gibt nicht mehr so allgemeingültige Ziele irgendwie, wo sich Gesellschaften oder Nationen dran richten. Also jeder ist halt irgendwie, alles ist so krass individuell. Naja, gut, und dann natürlich wieder das Thema Religion, weil halt Religion abgenommen hat. Und das war ja so eine große sinnstiftende Sache für Gesellschaften und stattdessen gibt es halt Ideologien und da hat halt jeder was anderes. Der eine ist klimagläubig, der andere ist, was weiß ich, wie wir vielleicht nationalistisch und tausend andere Sachen. Ja, auch so, dass, gut, das hat man zwar schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt, dass schon alles gefühlt erforscht ist, aber der Aufwand, den du heute betreiben musst für was wirklich ein Durchbruch, der ist ja riesig, ne? Also Ja. es gab mal eine Zeit, da hat es gereicht, dass dir ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, ne? Jetzt kriegt das mal heute hin. So, jetzt machen wir die Auswertung. Wir sind bei Ja. fast 10 Minuten. Das wird ja eine Aber. schöne Punktlandung. So. Aber liebe Leute, lasst uns mal hören, was ihr in den Tests so hattet. Und damit auf geht's. Genau. Wir sind ein neurechter Gefährte zu 64% Neurechts. Du gehst den Feldweg mit entschlossenem Schritt.
Dem mechanischen Zugriff unserer Zeit stellst du ein organisches, ganzheitliches Denken entgegen. Du hast erkannt, dass es nicht hilft, sich mit aller Kraft gegen den Untergang zu stemmen, sondern dass es einen Neuanfang braucht. Du liest gerne Thymos, denn hier bist du zu Hause. Diese Unterstellung am Ende möchte ich zurückweisen. Nein, keine Ahnung, vielleicht lese ich es in Zukunft. Ja, Mensch. Arti, warte, ganz kurz. Denkst du, das Bild hier ist KI-generiert? Ich denke schon. Wollte ich dich fragen. Ja, ich finde, das wirkt sehr KI-generiert. Ja, aber da hätte mich mal die Schlüsselwörter interessiert, tatsächlich. Der Prompt, ja, ja. Aber gut. Es trotzdem. Das heißt, wir müssen nicht die Heimat wählen beim nächsten Mal. Das ist doch schon mal was. Ja, genau. Wir können bei der AfD bleiben. Ja, Schwein gehabt. In dem Sinne, macht das Quiz gerne selber und schreibt uns, was euer Ergebnis ist. Und wir wünschen euch noch ganz viel Spaß hier mit dem Osterspecial und frohe Ostern genau. Mit euren Lieben. Frohe Ostern. Ciao, ciao.